Die Stadt Neubrandenburg wählt ihren Oberbürgermeister. Am 16. Januar werden die Bürger an die Wahlurnen gerufen. Zwei Bewerber kandidieren für das Amt des Stadtoberhaupts. Silvio Witt ist der amtierende Oberbürgermeister der Vietore-Stadt. Er bewirbt sich bei dieser Wahl für eine zweite Amtszeit. Liebe Neubrandenburgerinnen, liebe Neubrandenburger, ich kann mich genau an die Situation 2015 erinnern, als ich in dieses wunderbare Amt gewählt wurde. Und ich hatte natürlich keine konkreten Vorstellungen, wie mein Arbeitsalltag aussehen wird und welche Aufgaben dann in den nächsten 7 Jahren vor mir liegen werden. Jetzt 7 Jahre später kann ich sagen, dass wir gemeinsam sehr viel geschafft haben. Es waren keine ganz einfachen Jahre. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten 2015, 2016 die Flüchtlingssituation und jetzt seit mittlerweile 2 Jahren die Pandemiesituation, die uns alle sehr beschäftigt und auch sehr belastet. Aber wir haben gemeinsam zusammengearbeitet und viel erreicht, sei es baulich. Wir haben Schulen gebaut, Schulen saniert. Wir haben Spielplätze gebaut, wir haben neue Straßen gebaut und saniert. Die Ortsumgehung ist fertig geworden, zumindest der erste Bauabschnitt. Der Bahnhof wurde saniert. Wir sind gerade dabei, das Rathaus zu sanieren. Aber das alles sind nur die äußeren Gegebenheiten. Wir haben vor allen Dingen zusammengehalten. Wir haben viel miteinander gesprochen, geredet, diskutiert. Wir haben um Argumente gerungen, gemeinsam mit der Stadtvertretung gute Lösungen gefunden. Aber wir haben auch gefeiert. Ich erinnere mich an die wunderbaren Vier-Tore-Feste, an die großen Open-Air-Konzerte in unserer Stadt. All das macht unser städtisches Leben aus. Und die Aufgabe des Oberbürgermeisters und der Verwaltung ist es, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses Leben sich so gestalten kann in der Stadt. Dafür braucht es viele engagierte Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen. All das macht Neubrandenburg aus und auch das wird die Stadt in den nächsten Jahren auf dem Weg zur 775-Jahr-Feier ausmachen. Und ich würde sehr gern wieder Ihr Oberbürgermeister in den nächsten 7 Jahren sein und bitte Sie daher um Ihre Stimme. Vielen Dank. Gunnar Mühle bewirbt sich als Herausforderer für das höchste Amt der Stadt. Er wird als parteiloser Kandidat durch die Linke nominiert und unterstützt. Liebe Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger, am 16. Januar findet die Wahl zum Oberbürgermeister für Neubrandenburg statt und ich, Gunnar Mühle, kandidiere. Warum? Seit 1974 wohne ich in dieser schönen Stadt und habe hier sehr viel Schönes erlebt. Ja, ich erinnere mich gerne an meine Jugendzeit, an den Sumpf, die Schülergaststätte, die Stadthalle und vieles mehr. Wir hatten eine schöne Kindheit, aber wir hatten auch die Räume. Doch was hat die heutige Jugend? Neubrandenburg hat sehr viele, sehr gute Vereine. Aber Vereine sind nicht alles. Wenn ich so zurückdenke, dann denke ich daran, wie ich mit meinen Freunden durch die Gegend zog, wie ich das erste Mal verliebt war und vieles mehr. Aber dafür braucht es Räume, soziale Räume. Und deshalb bin ich froh, dass nun endlich etwas geschieht. Dank der Stadtvertretung wurde nun die Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendbeteiligung ins Leben gerufen, damit die Jugend endlich gehört und vor allen Dingen mit ihr und nicht nur über sie gesprochen wird. Als Oberbürgermeister werde ich diese nach besten Kräften unterstützen und tun, was wir für unsere Jugend machen können, damit sie wieder ein schönes Zuhause hat. Aber ich denke auch an unsere Älteren. Es könnten auch unsere Eltern sein. Neubrandenburg hat 2 Mehrgenerationenhäuser, in denen eine sehr gute Arbeit geleistet wird. Als Oberbürgermeister werde ich mich zu beiden bekennen und beide gleich unterstützen, nicht nur finanziell. Neubrandenburg soll aber auch weiterhin weit über die schöne Stadtmauer bekannt sein. Darum habe ich als Ziel, die Innenstadt wieder zu beleben, attraktiver zu gestalten, auch nach 19 Uhr. Dies aber immer nur mit den Einwohnerinnen gemeinsam. Und so wie das Rathaus, was hinter uns ist, noch in der Renovierung ist und viel zu tun ist, ist auch im Rathaus viel zu tun. Und darum bitte ich um Ihre Stimme am 16. Januar für ein starkes NB. Ihr Gunnar Mühle. Am Sonntag, den 16. Januar, entscheidet sich, wer zukünftig die Stadtverwaltung der Vier-Tore-Stadt leiten soll. Der Neubrandenburger Oberbürgermeister wird für eine Amtszeit von 7 Jahren gewählt.